Sieger. Tresor. Alien Soldier. Ja, liebe Freunde, und damit natürlich ein allerherzliches Willkommen zu Alien Soldier, einem Retro-Spiel aus dem Jahre 1995. Und das Ganze ist natürlich ein Run-and-Gun-Spielchen, also genremäßig. Und ja, wie gesagt, das ist aus dem Hause Sega. Und dieses Spiel beinhaltet natürlich 25 Levels, worunter... wo natürlich auch 31 Bosskämpfe bzw. Bosse enthalten sind. Und ja, das ganze Spiel wurde natürlich in Japan und Europa veröffentlicht und natürlich in der USA kam es aber leider nicht und ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht warum oder so. Und ich werde euch aber natürlich die Information wie immer unten in der Box verlinken. Und die Geschichte geht es natürlich hier um, ja, um die Menschen und um die Earth. Also das sind zwei unterschiedliche Rassen. Also es geht um, ja, wie kann man das eigentlich ausdrücken? Das ist so eine, die haben Experimente durchgeführt zwischen Mensch und Tier. Und da gab es einmal die A-Menschen, die Serians, und einmal die A-Earth. Das sind diese Seria. Oder Seria. Und die wurden sozusagen miteinander kombiniert, also sozusagen, ja, gekoppelt, geschmolzen, wie ihr das auch alles sehen wollt, oder fusioniert, keine Ahnung. Und daraus kam dann halt eine neue Rasse zum Vorschein, wie ihr jetzt hier gerade so schön auf dem Bildschirm sehen werdet. Und, ja, die wurden natürlich ausgestattet mit irgendwelchen Rüstungen und ja. Und schon ging das Spielchen Abenteuer eigentlich auch los. So, wir werden das Ganze jetzt mal hier Start drücken. Ich werde das für euch hier alles mal so anspielen. Wir spielen das Ganze natürlich hier auf dem PC. Also das ist natürlich ein Mega Drive Spiel. Aber wir spielen das Ganze hier auf dem PC über Steam. Ist das zu erhältlich für 2 Euro und ein paar zerquetschte. Ich habe es damals in den Summerfield geholt für 1,25 Euro oder 95. Und das Spiel ist natürlich aber an sich sehr schwer. Also seid ein bisschen nachsichtig, wenn ich eventuell nicht mal über die erste Stage hinauskommen werde. Weil es ist wirklich verdammt. Es ist wirklich verdammt schwer, das Spiel. Und ja, ihr seht es ja selbst, dass es nicht gerade sehr einfach ist. Alter, hört doch mal auf mich zu schießen, Idioten. Natürlich haben wir hier im Laufe des Spiels auch verschiedene Schüsse zur Verfügung, die wir zum Anfang eventuell auch schon auswählen können. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie man hier umschalten kann. Ich habe da jetzt keine Ahnung. Aber, naja, der ein oder andere für euch eingeschweißte Alien Soldier Spieler, wäre das bestimmt schon irgendwie, Ah, jetzt haben wir hier einen Strahl. Ich weiß gar nicht. Ah, diese scheiß Bomben hier auf dem Boden. Wir haben nur noch ein HP. Damit kommen wir nicht weit. Damit sage ich doch, damit kommen wir absolut nicht weit. Game over. Und auch hier in diesem Spiel... Entschuldigung, ich habe geschmatzt gerade. Auch in diesem Spiel haben wir natürlich wieder die schöne... Stage 1. Auch in diesem Spiel, was wollte ich gerade sagen? Auch in diesem Spiel haben wir natürlich hier wieder, fangen wir natürlich hier wieder von vorne an, wie es natürlich auch in fast jedem Retro-Spiel an sich eigentlich ist. Diesen Schuss hasse ich, also den mag ich nicht wirklich. Aber naja. Ich weiß gar nicht, was bezweckt er eigentlich? Saugt er die Gegner eigentlich ab oder rein? Ich weiß das gar nicht. Den muss ich hier schnellstmöglich ausschalten. Und damit erreiche ich, glaube ich, gar nichts. Power up! Ja, komm her hier. Zack! Da bist du mit meinem mächtigen Strahl ausgeschaltet.
So, wir spielen das Ganze natürlich hier wieder so 10 bis 15 Minuten an, um damit ihr auch, ja, sozusagen, verdammt, einen kleinen Einblick von diesem schönen Spielchen bekommt. Oh, scheiße. Jetzt habe ich wieder das falsche Power-Up gewählt. Ich weiß gar nicht, wie man hier eigentlich den Power-Up ändern kann. Wenn ihr natürlich Informationen darüber wisst, schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Würde mich gerne interessieren. Alter. Das ist ein schweres Teil. Hau mal ab. So, ja, ich bin natürlich jetzt gestorben. Ich weiß auch nicht, wie man, ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie man den da wirklich besiegen kann. Diesem Endgegner. Ich bin hier bei diesem Spiel noch nicht ziemlich weit hinausgekommen. Aber ihr kennt mich ja. Ne? Wenn ich immer leicht so schnell aufgeben würde, würde ich nicht Storm heißen. Ne? So. Und schon wieder diesen komischen... Ich habe schon wieder diesen komischen Strahl. Ich habe fast die Befürchtung, dass ich irgendwie unbewusst die Strahlen irgendwie so austausche. Ey, das ist... Okay. Gut. Also wir spielen das Ganze hier natürlich auch blind, liebe Freunde. Also ich habe das Spiel vorher noch nicht gespielt. Ich habe wesentlich nur mal angetestet, um... Scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. Also jetzt stellen wir uns natürlich ziemlich doof an. Naja, ready. Einen Versuch machen wir noch. So. Ich finde schon diesen Laserstrahl eigentlich ziemlich cool. Schon wieder habe ich diesen komischen Strahl hier. Ich muss mir das Power-Up da oben holen. Stirb! Super, geht doch. Mit meiner Hilfe kannst du der Schnellste werden im Sterben. Power up! Super! Diese scheiß Bomben, ich achte immer auf diese Bomben nicht, das ist auch mein Fehler. Komm schon, Storm, du schaffst es, komm schon! Scheiße, wir haben ihn doch fast geschafft! Naja, liebe Freunde, gut. Ich werde natürlich an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Wir hatten ihn fast runtergekriegt und ich denke mal, so viel Glück werden wir jetzt das nächste Mal bestimmt nicht mehr haben. Ich hoffe, ihr habt natürlich ein klein wenig Spaß gehabt bei diesem, ja, schönen Titel Alien Soldier. Und wenn ihr das Ganze natürlich selber mal schön spielen wollt, dann kauft euch das ganze Spielchen doch bei Steam. Wenn ihr es auf dem Rechner spielen wollt, da kriegt ihr da so einen kleinen Emulator mitgeschickt. Alles vollkommen legal. Und ansonsten kauft euch das Ganze natürlich auch für die Mega Drive gibt es. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, dass es Spielchen auch für die PS2 gibt und später kam es natürlich auch noch für die Wii raus. Also das waren so eine sozusagen so Neuauflagen gewesen. Und ja, wenn ihr Spaß dran habt, unterstützt die Entwickler, kauft euch das und ihr werdet bestimmt damit eine Menge Freude haben für den Retro-Fan oder der es vielleicht auch werden will. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin euer Storm und ciao.